Kurz nach Mitternacht sprengte eine Kugel das Vorhängeschloss an der Holztür. Soldaten und Wildhüter stürmten die Hütte von Jean-Marie Kasula, dem Chef der Pygmäen. Sie haben das ganze Dorf in Panik versetzt, sagt dessen Schwägerin. 35 Soldaten sind in unser Dorf gekommen und in das Haus unseres Chefs eingedrungen. Und auch in unser Haus sind sie eingebrochen, um seinen jüngeren Bruder, meinen Mann, zu verhaften. Aus diesem Haus hier haben sie 5 Mitglieder einer Familie verhaftet. All das passierte mitten in der Nacht. Das Pygmäendorf Muyange liegt am Rande des Kausilbega-Nationalparks, im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Pygmäen sind Nachfahren der ursprünglichen Urwaldbewohner. Zu Kolonialzeiten galten sie nicht als vollwertige Menschen. Bis heute besitzen sie kein Land, verdingen sich auf den Feldern der Bauern. Sie sind die ärmste Bevölkerungsgruppe in dem Bürgerkriegsland. Seit der Verhaftung unseres Chefs schlafen wir nachts nicht mehr in unseren Häusern. Wir verbringen die Nächte im Wald voller Angst, denn wir fürchten, dass sie zurückkommen und auch uns verhaften. Jetzt wird der Chef von Kongos ärmster Bevölkerungsgruppe der schlimmsten Verbrechen bezichtigt. Knapp eine Woche nach Kasulas Verhaftung beginnt unweit vom Dorf der Prozess vor dem Militärtribunal. Kasula und 5 weitere Pygmäen werden angeklagt, eine bewaffnete Miliz gegründet zu haben, illegal Waffen zu besitzen und den Nationalpark zu zerstören. Diese Leute haben sich entschieden, das Ökosystem zu bedrohen, indem sie regelmäßig in den Park eindringen. Sie greifen nicht nur das Ökosystem an, sondern auch die Parkwächter. Der Kausibjega-Nationalpark im Ostkongo ist das letzte Refugium der vom Aussterben bedrohten östlichen Flachlandgorillas. Die Parkbehörde wird seit 25 Jahren mit deutschen Entwicklungsgeldern unterstützt. Mit deutschen Geldern werden auch Projekte für die Pygmäen finanziert. Die Parkbehörde macht Pygmäenchef Kasula für die Zerstörung des Regenwalds verantwortlich. Er soll über 400 Hektar Urwald abgebrannt haben, um Holzkohle herzustellen, eine Energiequelle, mit welcher Millionen von Kongolesen täglich kochen. Ein Millionengeschäft. Noch am selben Tag fällt der Militärrichter sein Urteil. Das Tribunal verurteilt jeden der Angeklagten zu 15 Jahren Haft. Zurück im Dorf Muyange erfährt Kasulas Bruder von der Verurteilung. Er sagt, sie produzieren Holzkohle, um zu überleben. Die Parkverwaltung habe den Pygmäen Land versprochen, doch die Vereinbarungen nie eingehalten. Wir leiden jetzt, weil der Gemeindevorsteher und der Parkchef entschieden haben, uns zu verhaften. Zum Glück bin ich entkommen, aber sie suchen nach mir. Anstatt unsere Probleme anzuhören, schicken sie nun das Militär, um mich ins Gefängnis zu stecken. Es könnte auch ein Todesurteil sein. Die Haftbedingungen in Kongos Gefängnissen sind eine der schlimmsten weltweit. Immer wieder sterben Gefangene an Hunger und Krankheiten. Wir sind sehr zufrieden. Wenn das Gericht ein Urteil spricht, hat es gute Arbeit getan.